Wir müssen uns noch für die Weekend League qualifizieren, die natürlich demnächst ansteht. Aber bevor wir das machen, haben wir da natürlich noch ein paar Packs hier im Hintergrund. 8 Stück genau. Alles so ein bisschen durcheinander von den Rivals-Qualifikationen und. Was wir alle so abgeschlossen haben. Schauen wir mal, was wir da so Geiles bekommen. Vielleicht ziehen wir irgendwas Cooles. Wir haben diesmal Option 2 genommen. Ein Beber ziehen wir jetzt erstmal. Jo. Wir haben auf jeden Fall Option 2 genommen. Vielleicht machen wir noch irgendeine SPC, die wir denn irgendwie gut für den Verein gebrauchen können. Nächste Pack, Jumbo Premium. Ich hoffe, da kommt was. Und wir ziehen eine Dame. Rooks. Kann man alles nicht gebrauchen, so richtig. Vielleicht machen wir uns mal... oh, Klopp. Vielleicht machen wir uns mal ein reines Frauenteam. Können wir ja auch mal mit versuchen. Seltenes Megapack, 83 Plus Spieler drin, nicht weggegangen. Kann nur ein 83er sein. Kann nicht bei rauskommen. Bayern. 84 Stanway. Würde ich gut für meinen RTG-Account gebrauchen können jetzt. Come on, gib mir doch mal irgendwas Geiles. Ist alles so nicht in Ware, ne? Galulu. Aber der ist schon nice spielbar mit 80 Tempo. Das ist schon geil in der Innenverteidigung. Ne? Jetzt haben wir noch nicht cooles gehabt hier. Was richtig cooles, was wir brauchen können. Aber wie gesagt, es geht ja erstmal darum, wir ziehen einfach die Packs weg und dann müssen wir uns natürlich für die Weekend League qualifizieren. Das ist erstmal wichtig. Riemann noch, Timos Week. Naja, siehst du. Elbe. Haben wir mal schnell noch so ein 80 Plus Ding gemacht. In der Hoffnung, dass wir was cooles kriegen. Nein, natürlich nicht. Weg. Gleich weg. Können wir ja die gleich wegdrücken hier alles. Kammerwinger ist doch spielbar, Alter. Aber ich hatte ja gesagt, hier auf meinem Main-Account werden wir uns auf jeden Fall mehrere Mannschaften machen. Dass wir auch mal ein bisschen so umher switchen können. Oh, wen ziehen wir denn? Wir ziehen Ospala. Oh, das ist ja nice. Das ist ja nice, meine Freunde. Wenn ich mal jetzt einen Tipp abgeben würde, was die wert sein sollte. Und Laporte noch. Ja, Laporte kann ich nicht brauchen, aber Ospala ist schon ja nicht so schlecht. Ich würde sagen, so um die 50k, 90, 89, das hat sich ja mal gelohnt. Und dann können wir ja gleich mal Ospala testen eigentlich, oder? Würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, mit wem spielt denn jetzt auf meinem Main-Account da irgendwie jetzt? Palmer ziehen wir. So Fati? Ach, mit Greasy, mit Griezmann. Griezmann, genau. Mondi ziehen wir noch. Können wir auch eigentlich gleich auswechseln. Wir können auch gleich auswechseln, meine Freunde. Ich will unbedingt mal testen. Weil ich merke das schon, der Gegner ist ja nicht so gut. Also kann er ruhig raus, unser Greasy. Ich muss mal gucken, wie Ospala schießt. Okay. Schuss war nice. Ja, letztes Spiel habe ich leider verloren, weil ich mitten im Spiel los musste. Habe einen Anruf gekriegt, musste ich leider verlieren oder aufgeben, das Spiel. So ein Mist. Deswegen stehen wir jetzt 1-1. Sollte eigentlich nicht so sein. Jetzt aber natürlich, Alter. Ja, das war ja mal ein nice Spiel, Junge. Schlecht verteidigt, das war wirklich echt schlecht verteidigt, ja, muss man wirklich sagen, ey. Natürlich. Greasy ist es, Alter. Ja, 45. bla bla, ich weiß, ey. Mann. Letzte Tor hätte nicht sein müssen, auf keinen Fall. Gegner ist eigentlich ganz gut, wir sind eigentlich beide gleich stark, muss ich wirklich sagen. Oh, ja, so kann es natürlich auch kommen. Ne? 24 Minuten zu absolvieren. Da ist er alleine durch. Ja, das war so klar. War so klar auf der Innenseite durch. Jeremy Frimpong. Sané mit der Chance. Der ist drin. Ausgleich. Alter, ist das schlecht, ey. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg. Natürlich. Nach dem Sieg im letzten Spiel
Spiel strotzen sie geradezu vor Zuversicht. Was macht er daraus? Sie machen das. Hereingabe jetzt. Oh, der war nicht schlecht. Das war ja ein geiles Ding. Ich gebe mir gönnt, dass das Ding drin ist. Hundertprozentig. Oh, Elfmeter nehmen wir ja mit, natürlich. Natürlich. Gut, er geht raus. Er geht raus. Okay, GG geht raus. Das Ding, das total geil, oder? Hätte ich ihm voll gegönnt, dass das Ding sitzt. Schön aus der Ecke und wieder noch in Strafung drin geköpft. Wäre total cool gewesen. So, auf geht's hier. Rein ins fünfte Spiel, meine Freunde. Gucken, ob wir den nächsten zum Bäcker schicken. Ein bisschen Brötchen holen, ich hab Hunger. Bukayo Saka könnte in dieser Partie eine ganz wichtige Rolle spielen. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Und einfach auf die Chance warten. Einfach auf die Chance warten, meine Freunde. Ansu Fati. Klasse durchgesetzt. Machen Sie das Tor in der Aktion. Greasy, Junge, Greasy zieht mal wieder durch hier. Natürlich. Die Chance. Kein Problem. Der Torwart ist da bei Megwart. Alex Moreno. Außen ist Platz. Der Ball zu Griezmann. Das ist die Chance. Oh Mann, ey. Halt schon wieder viel zu früh gedrückt. Viel zu aufgeregt vom Tor. Kann ich mir nicht mal richtig drüber freuen, über das Tor. Naja, was willst du sagen? Ich mache ja auch so eine Tore, ja. Naja, Mann, Alter. Der Ball zu Antoine Griezmann. Und schon wieder Tor. 18x10. Okay, wir machen erstmal die anderen clean. Einmal nix. Aber alles tauschbar. Auch schon mal gut. Die 85er Laporte. Okay, 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 okay. Selten nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht shootet bei. Bis jetzt hatten wir noch wirklich noch nicht shootet bei hier. Laporte, ja, gut, kriegen wir 7.000, nee, 5.000 ungefähr, aber jetzt haben wir Smalling. Ding. Oh, jetzt, wenn jetzt nur Stute drin ist, ja, also jetzt muss was kommen. Oh, yes, baby, yes, 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 yes. Lukaku. Double Walkout. Und die Maria, meine Freunde. Lukaku und die Maria. Jetzt hat's mal gekracht, Alter. Road to the Knockouts. Die sind ein bisschen was wert. Ein bisschen. Leider nicht auf meinen. Leider nicht tauschbar. Aber ist nun mal so. Wir gucken mal kurz drin. 50, ja, läuft doch. Und nochmal 27, läuft auch. Paris nochmal 9. Schau auch nochmal 5. Ja, läuft. Gakpo auch nochmal. Ja, das passt eigentlich alles. Gut, meine Freunde. Das sollte gewesen sein von unserer Qualifikation von der Weekend League. Ja, haben wir geschafft. Sind dann mal wieder qualifiziert. War am Ende ein bisschen total holter die Polter, total kuriose Tore gefallen. Leider nicht auf meine Seite. Also ich habe meine Tore eigentlich immer relativ gut rausgespielt. Oder musste ich so, ja. Und die anderen halt nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir denn am Ende von der Weekend League danach abschneiden.